Moin und hallo, willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Review von mir. Und zwar hat Matt Marvel vor, ich glaube, 2 Tagen eine Preview rausgehauen für den neuen finalen Boss, der kommt. Und das ist King. Den kennt man auch schon aus JP. Das heißt, wir kennen auch schon so ein paar Strategien. Und deswegen dachte ich, bereite ich euch mal so ein bisschen darauf vor, welche Charaktere wahrscheinlich nützlich sein werden gegen ihn. Am Ende des Tages müssen wir das natürlich alles selber ausprobieren, was am Ende des Tages wirklich hilft und was nicht hilft. Aber das werde ich euch jetzt in dem Video erklären. Falls euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich wie immer mit einem Daumen nach oben. Und ansonsten möchte ich alle Leute grüßen, die immer so nett im Stream dabei sind. Die Grüße geht auf jeden Fall raus an euch. Mega cool. Ich stream auch heute wieder um 21 Uhr. Falls ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ansonsten streame ich sowieso jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag. Genau, jetzt aber zu dem Video und zu meinem Team, beziehungsweise zu den Charakteren, die dafür gut sein werden. Es bauen sich eigentlich alle Teams darum auf, dass ihr sagt, okay, ihr nehmt irgendeine Unit mit, die die Ult-Anzeige des Gegners runterziehen kann, und ihr nehmt irgendeine Unit mit, die möglichst viel Damage machen kann. Und dadurch, dass euer Gegner blau ist, wollt ihr natürlich ein grünes Team, einfach nur weil das grüne Team, damit habt ihr den Typenattributvorteil und wollt das so dementsprechend mitnehmen. Das ist so ein bisschen euer Ziel dahinter, was ihr machen solltet, wenn es darum geht, wie ihr euer Team aufstellt. Und Matt Marvel hat auch schon so eine kleine Preview gegeben und gesagt, so, yo, so sieht der King aus. Der hat übrigens eine geile Skin. Wenn ihr den besiegt im Hell-Mode, dann kriegt ihr diese Skin, beziehungsweise kriegt ihr irgendwelche Sachen, die ihr farmen könnt. Und je nachdem, wie viel ihr davon farmt, habt ihr irgendeine Währung, um euch die Skin, glaube ich, zu kaufen. Ich bin mir da nicht zu 100%ig sicher, wie ich das Matt Marvel Forum verstanden habe. Aber zumindest haben sie dazu auch gedroppt, solche Sachen wie, dass er sich nicht stunnen lässt, dass er immun ist gegen Freeze und ähnliches, dass er immun ist gegen Debuffs, die seine Skills verhindern und all solche Sachen. Und dementsprechend können wir uns auf jeden Fall darauf vorbereiten zu wissen, dass dieser Dungeon 3 verschiedene CC-Klassen haben wird. Das heißt, ihr könnt ihn so auf einfach spielen, ihr könnt ihn auf hart spielen und ihr könnt ihn auf hell spielen, beziehungsweise hart, extrem hell. Und dabei ist es so, dass ihr geht mit der Kampfklasse von 100.000 für hart, 130.000 für extrem. Und für den Hellmode braucht ihr 150.000 CC. Das werden wahrscheinlich viele nicht aufbringen können, beziehungsweise, ja, wir haben jetzt eine sehr geile Woche, um Ausrüstung zu farmen und dementsprechend die, ja, Team CC sehr hoch zu pushen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt mittlerweile bin, aber zumindest lässt sich damit einiges anrichten, falls ihr die so hoch pusht wie möglich. Ich hoffe, ich komme auf die 150.000 einfach nur, damit ich mein Team speziell und möglichst gut aufbauen kann. Jetzt aber dazu, welche Units möglichst gut und wichtig sind für diesen Dungeon. Und egal welches Team ihr euch anguckt, egal wo, es gibt 2 Units, von der ihr mindestens eine braucht. Und das ist die grüne Merlin oder die grüne Elaine. Ja, ihr hört richtig, eine Unit, die wahrscheinlich so gut wie keiner irgendwie hochgelevelt hat. Ich weiß, dass mein bester Freund sie zu Beginn des Spiels hochgelevelt hat, um ein Full-Team zu bauen. Dadurch, dass sie ja alle hier mit ihren ja, ganzen passiven Skills sich gegenseitig geboostet haben. Das war auch schon vor dem roten Helbram. Das heißt, er hätte sie schon geboostet. Aber viele werden zum Beispiel die grüne Merlin ja, hochgepusht haben. Und sie ist eigentlich der bessere Charakter dafür. Aber die Elaine kann man auch nehmen. Und man kann auch beide in der Kombination nehmen. Und dazu sei gesagt, falls ihr den roten Gopher besitzt, falls ihr die Merlin nicht besitzt und hier in den Mundshop guckt, dann könnt ihr sie auch für 7 Coins kaufen. Und ich glaube, ich würde es euch empfehlen, nicht jetzt nur für diesen Dungeon. Natürlich, ihr könnt erstmal hingehen, warten, bis der Final King Boss da ist. Können sie euch dann kaufen, wenn ihr den Final King Boss nicht so schafft, wie ihr es wollt. Ihr könnt ihn ja erstmal auf hart ausprobieren, könnt ihn dann auf extrem ausprobieren und dann kommt ja erst danach der allerschwerste, beziehungsweise ja, der Hellmode. Und dementsprechend könnt ihr das auch machen. Aber ich glaube, es lohnt sich mehr, ihn zu kaufen, dadurch, dass sie auch im PvP sehr gerne genutzt wird, aufgrund ihrer passiven Fähigkeit. Zumindest, warum ist sie jetzt so wichtig? Das ist nämlich auch ein Hinweis von Matt Marvel selbst, die gesagt haben, dass seine Ult euch vernichten wird. Seine Ult ist einfach komplett Vernichtung von dem finalen Boss King. Und dementsprechend hat sie ja hier die nette Fähigkeit, die schon auf der ersten Stufe hingeht und Kugeln zerrt. Und wenn wir uns Elaine angucken, dann macht sie halt genau das Gleiche. Und das mit, ich glaube, sogar beiden ihren Fähigkeiten. Lass uns einmal gucken. Zack, verringert die Fähigkeit, zieht eine Kugel aus der ultimativen Anzeige. Und hier haben wir, zieht eine Kugel aus der ultimativen Anzeige, beziehungsweise hier halt nur unter bestimmten Bedingungen. Aber sie hat beide Fähigkeiten, mit denen sie die Kugeln zieht. Das bedeutet, gerade wenn ihr sie mit Gopher kombinieren solltet, wäre sie schon fast auch in einigen Situationen besser als die Merlin, weil ihr hier nur eine Karte ziehen müsst, während ihr bei der Merlin halt wirklich, ihr habt nur eine Chance, sie zu ziehen, ihr habt hier 2 Chancen. Dafür braucht ihr aber auch Gopher eine Kombination oder braucht halt die eine Karte doppelt. Dementsprechend, es gleicht sich so ein bisschen aus, aber Merlin wird standardmäßig in JP empfohlen. Dementsprechend, wenn ihr sie habt, wenn ihr vorbereitet seid, sein wollt, könnt ihr sie eigentlich schon auf Level 75 bringen, könnt ihr versuchen, ihr ein gutes Gear zu geben, etc. Das macht ihr nichts falsch. Das zweite, wo man versucht drauf zu gucken, neben dieser Ult-Anzeige zu klauen, wie gesagt, ihr könnt eine nehmen, ihr könnt beide nehmen, die passen auch wunderbar zusammen. Aber das zweite, worauf man guckt, ist ein Damage-Dealer mitzunehmen. Das heißt, ihr wollt irgendeinen grünen Damage-Dealer und wir alle kennen die einzig wahre Jericho. Jericho
War am Anfang sehr, sehr geil. Mittlerweile benutze ich sie nur für den Gildenboss. Ab und an benutze ich sie noch, wenn ich irgendwie gerade ja, Langeweile habe und sie für irgendwas benutzen will. Aber eigentlich benutze ich sie nicht mehr. Ihr seht, ich habe nicht mal mehr ihre Affinität mittlerweile hochgepusht. Und das habe ich bei sehr vielen Charakteren gemacht. Also sie ist bei mir ein bisschen ausgestorben. Aber sie ist bei Global der aktuell beste Damage-Dealer. Denn diese Fähigkeit ist ein Debuff, der funktioniert auf dem King. Es geht mir nicht nur darum, dass nicht funktioniert. Ist einfrieren, ist versteinern oder es sind solche Debuffs, durch die King keine Fähigkeiten mehr benutzen kann. Die könnt ihr auch nicht benutzen, aber so ganz normale Debuffs wie Verbrennen oder Vergiften könnt ihr noch benutzen, aber er heilt sich sofort davon wieder, wenn er dran ist. Das heißt, es zählt nur für eine Runde, aber ihre zweite Fähigkeit macht ja nur Schaden, wenn ihr ihn vorher vergiftet. Bedeutet, solange er vergiftet ist, könnt ihr hiermit mit Damage oben draufhauen. Und danach natürlich, dadurch, dass der Kampf eher lange ist, lohnt sich auch ihre Fähigkeit, dass sie jedes Mal 10% auf euren kritische Trefferchance kriegt. Und das, ja, je länger der Fight dauert, desto höher wird eure kritische Chance. Und dementsprechend crittet ihr sehr, 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 sehr viel. Und das macht sie halt so besonders stark nochmal gegen diesen King. Und am Ende des Tages besteht dieser King aus zwei Runden, einer einfachen Runde und einer schwierigeren Runde, beziehungsweise beide sind eigentlich ziemlich schwer. Und ihr könntet theoretisch in der ersten versuchen, die Ult-Anzeige zu füllen, dann mit der Ult direkt draufhauen. Das wird wahrscheinlich nicht one-shotten auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Ich weiß nicht, wie das auf dem unteren Schwierigkeitsgrad ist, aber damit habt ihr schon mal sehr viel Damage abgezogen. Allgemein ist es auch so, wenn man sich den Superboss King anguckt zur Strategie, ja, ich werde nochmal einen Strategy Guide auf jeden Fall machen, sobald er da ist, um euch das auch zu zeigen visuell, aber strategisch kann man sagen, es wird sich lohnen, sich nur auf den King zu fokussieren. Er hat noch so zwei Helfer-Units mit dabei, die in der ersten Runde seinen Attack die ganze Zeit boosten. Ich habe mir dazu JP-Videos angeguckt, die boosten seinen Angriff, seinen Angriff, seinen Angriff, seinen Angriff. Ihr fokussiert King, sobald er down ist, startet ihr quasi ein neues Match an Anführungsstrichen, das heißt, die Buffs von vorher sind weg und die anderen beiden Units braucht ihr nicht zu erlegen, um die zweite Runde zu starten. Das heißt, es lohnt sich nicht, auf die anderen zwei zu fokussieren. Fokussiert euch einfach auf King. Genau, sie ist also der beste Damage-Dealer, den es gibt. Und die Wahrscheinlichkeiten verdichten sich immer mehr. Und ich mache wirklich ungern so Videos mäßig. Hey, das kommt auf jeden Fall. Guckt, was jetzt gerade kommt. Aber der grüne Escanor. Die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass er kommt. Einfach nur, weil dadurch halt der Superboss für uns halt Leichtigkeit wird in Global. In JP hatten sie ihn nicht das erste Mal, als er gedroppt ist, der finale Boss King. Dementsprechend, es könnte passieren, dass wir ihn erst erstmal kriegen, denn sie verdichten sich dadurch, dass nächste Woche die goldene Woche ist. Das ist irgendwie im asiatischen Raum eine Woche, die besonders groß gefeiert wird. Und in Gacha-Games halt, die mit dicken Sachen raus. Und ich kenne mich da aber auch nicht so gut aus, zumindest ist das. Und dementsprechend kommt wahrscheinlich der finale Boss King zusammen mit Escanor einfach nur um diese Woche so mega fett wie möglich zu feiern. Das sind jetzt die ganzen Theorien und Escanor ist schon lange in den Gamefights und ich glaube, die Community würde Netmarble vernichten, wenn er immer noch nicht kommt. Aber es macht halt den finalen Boss King ein bisschen langweiliger, denn jetzt gerade wäre er noch spannend, dann wäre er nicht mehr so spannend und ganz zur Not, wenn ihr eure Jericho nicht habt, wenn ihr Escanor nicht habt, wie gesagt, Escanor, ja, ist sehr, sehr vage, kann man auch noch hingehen und die grüne Lysok theoretisch benutzen, aber mit ihr wird ihr wahrscheinlich nicht den Helmut down kriegen. Aber vielleicht zumindest schon mal den harten Modus oder ähnliches, dass man mit ihr vielleicht die grüne Lysok benutzen kann. Ansonsten würde ich schon mal investieren, ist jetzt die Frage, in die Elaine, ja oder nein, wenn ich keine Merlin habe. Ich glaube, ich würde nicht investieren. Ich würde erstmal ausprobieren zu gucken, was ist, sobald der finale Boss da ist. Wenn Escanor Drop versuchen, erstmal ihn hochzupushen und ähnliches. Man kann sie dann ja, wenn man jetzt schon mal sich vorbereitet darauf, sagen, okay, ich bewahre mir schon mal SSR-Anhänger auf, dass sie zumindest bis Level 70 oder vielleicht sogar bis Level 75 kommen. Aber pusht sie noch nicht jetzt und guckt dann halt erst, was dann geht. Und ansonsten habe ich ja eben gerade schon vorweggenommen, Gopher ist die letzte so Support-Unit, die man auch noch als Alternative sehr gut mitnehmen kann. Und damit haben wir so unsere Hauptcharaktere, die benutzt werden für diesen Dungeon in eurem Team. Also jetzt gleich spreche ich noch gleich über die Subs, die ja im vierten Slot sitzen, aber ansonsten in eurem Team, wie gesagt, Merlin oder Elaine ist Pflicht, eher Merlin als Elaine, aber man kann beide benutzen. Dann als DPS-Unit ist wahrscheinlich Jericho Pflicht oder falls Escanor droppt, ist Escanor besser. Und ja, als Support kann man auch Gopher mitnehmen, falls man Gopher nicht mitnehmen will, kann man auch Escanor und Jericho mitnehmen, also man kann diese Einheiten wirklich wild kombinieren, das Wichtige ist nur, dass eine Merlin oder eine Elaine dabei ist, ansonsten kombiniert das so, wie ihr fröhlich seid und dann habt ihr halt eure Damage-Units, mit denen ihr versucht einfach auf den King drauf zu dreschen, wie nichts Gutes. Jetzt aber noch zu dem passiven Swap, was da so empfohlen wird, was ich gelesen habe, das ist das erste. Wenn ihr nicht die 150.000 CC erreicht für den Helmut, aber den Helmut trotzdem probieren wollt, dann wird euch empfohlen,
Wie gesagt, wir probieren das Ganze aus, sobald der Dungeon da ist, ja? Wie gesagt, es sind nur die Empfehlungen, die ich jetzt vorher gelesen habe. Ich habe mir Guides durchgelesen von vor 3 Monaten, als er in JP aktiv war, was die da empfohlen haben zu dem Zeitraum. Und da wurde empfohlen, sie mitzunehmen, dadurch, dass er ihr passives Skill jede Runde 10% der AP heilt. Das heißt, der Fight dauert lange, King macht viel Schaden und ihr kriegt einfach jedes Mal 10% der maximalen AP wieder zurück, wenn ihr Schaden genommen habt und könnt dadurch einfach länger überleben. Wenn ihr die 150.000 KCC erreicht, könnt ihr theoretisch auf sie verzichten und stattdessen als Food, weil wenn ihr die 150 nicht erreicht, müsst ihr ja mit 140.000 oder 137.000, müsstet ihr ja Food mitnehmen, das eure CC erhöht. Aber darauf könnt ihr verzichten, um die 150.000 nicht zu erreichen und könnt sagen, ihr nehmt stattdessen Food mit, das euch Leben gibt. Also Lifesteal Food, 20% Lifesteal obendrauf, könnte man theoretisch auch mitnehmen, einfach nur um länger zu überleben. Wäre, wie gesagt, auch eine Option, ja, mit der man sich beschäftigen kann. Ich glaube, ich werde auch eher auf Lifesteal Food gehen und dann gibt es andere passive Skills, die sich mehr lohnen und der sich am meisten lohnt tatsächlich, ist diese Air-Unit. Ja, er ist eine Air-Unit. Ich bin schon dabei, sie zu leveln, beziehungsweise ich hatte ihn die ganze Zeit, hatte ich ihn auf dem Subslot, wenn ich gefarmt habe. Das heißt, er nimmt die ganze Zeit umsonst XP mit. Zumindest seine passive Skill erhöht von den LP-Charakteren, also von euren Damage-Dealern, vielleicht Escanor, aber auf jeden Fall Jericho. Den Angriff einfach mal, oder alle angriffsbezogenen Werte um 10%, das heißt, da fällt auch sowas wie der kritische Schaden und den Crit Chance mit rein. Also sehr, 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 sehr gut, um den King noch weiter down zu kriegen und noch schneller down zu kriegen. Und die zweite Unit, die man auch noch mitnehmen kann, falls man die 150.000 CC erreicht, die ich aber nicht pushen werde, ist diese Jilian hier. Denn sie gibt auch nochmal 30% LP obendrauf, was natürlich euch einfach tankier macht und dementsprechend ihr länger überleben könnt. Also es lohnt sich auch, aber passt wie gesagt auf, dass sie wenigstens in der zweiten Runde euch nicht von der Ult eures Gegners treffen lasst. Ansonsten möchte ich noch eine letzte Sache sagen zu dem normalen und zu dem Hard Mode. Und zwar habe ich mir auch Videos angeguckt zu dem Stand, als JP vor 8 Monaten online war. Da hatten die eine CC von, ich glaube, also eine Kampfklasse, die Kampfklasse von 125.000. Ich weiß nicht mehr, wessen Video das war, Mystic Watch oder sowas. Und der hat ein Video hochgeladen, da hat er benutzt den grünen Meliodas tatsächlich. Den kann man auch benutzen, ne? Wahrscheinlich aber nur für hell, also nicht für hell, sondern nur für extrem und hart. Ich komme ein bisschen mit den Schwierigkeitsgraden durcheinander. Aber wahrscheinlich nur für extrem und hart, für den höchsten Schwierigkeitsgrad, also für 150.000 CC, reicht er wahrscheinlich nicht aus an Damage. Aber da kann man halt hingehen. Das erste Herz, ja, versucht man zu erlegen, beziehungsweise die erste Runde versucht man zu erlegen mit seiner Konterattacke und versucht in der Zeit die Ult von ihm aufzuladen, die Ult von einem zweiten Damage-Dealer aufzuladen, wie dem grünen Bahn, wie eure grüne Jericho oder ähnliches, vielleicht sogar, genau, versucht man aufzuladen und dann halt in der zweiten Runde mit den Ults draufzuhauen. Das reicht, wie gesagt, wahrscheinlich für Helmut nicht, aber auch das kann man einfach mal ausprobieren, was so geht, denn man muss auch dazu sagen, der King hat, glaube ich, eine passive Fähigkeit, dass Konterschaden reduziert wird, aber seine passive ist halt so heftig, die haut dann ordentlich rein und dementsprechend kann man das auch benutzen. Fand ich ganz interessant, dass der grüne Meliodas damals auch dort benutzt wurde und deswegen wahrscheinlich auch nochmal besonders fürs Rerolling empfohlen wurde, dann halt irgendwann für, ja, das zweite Mal, wenn er erscheint. Genau, das sind erstmal so alle Units, die ich euch empfehlen kann. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal hin, push den Alioni. Falls ihr noch SR-Coins übrig habt, wartet ihr auf für eure Elisabeth, damit ihr euch überlegen könnt, ja, ich möchte sie pushen, ja oder nein. Wie gesagt, sie ist eine SR-Unit, die rote hier. Und wenn ihr sie noch nicht gepusht habt, werdet ihr SR-Coins brauchen. Ich habe keine SR-Coins, das heißt, ich kann theoretisch schon fast gar nicht auf die Strategie gehen, sie zu pushen, denn dafür bräuchte ich ja, müsste meine Goldcoins für SR-Coins ausgeben, damit ich die irgendwie noch hochgepusht kriege und das glaube ich nicht. Also bei mir wird es Alioni, ich versuche mit ihm eine Kampfklasse von 150.000 CC bis Ende der Woche zu erreichen, damit wir dann Dienstag einfach den finalen Boss King auf Helmut so viel spielen können wie möglich. Ich glaube, es wird ein sehr schweres, ja, sehr, sehr schweres Erlebnis, denn das ist das, was man so gehört hat, war bei, ja, JP erstmal so der Durchbruch in, das ist jetzt wirklich schwieriger Content und als er das erste Mal gedroppt ist, hat so gut wie keiner den auf Helmut geschafft. Bei uns wird es ein bisschen einfacher sein, wir haben schon viel mehr Ausrüstung jetzt zum ersten Drop und wir haben ganz leicht Escanor und der macht ihn halt nochmal viel, viel einfacher, als es jetzt gerade wäre auf unserem Stand, wo man Jericho benutzen müsste. Aber, wie gesagt, wir gucken uns die ganzen Charaktere nochmal an. Wie gesagt, im Video vorhin, Bahn habe ich auch gesehen. Das probieren wir einfach aus, sobald er da ist. Das können wir auch gerne on-stream ausprobieren, verschiedene Teams einfach mal durchgehen. Das, ja, kommt dann nächsten Mittwoch im Stream. Also es wird noch ein bisschen sein, aber wie gesagt, schaut vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich. Das war's von mir, eurem Sonius94.